Willkommen zurück zu FIFA 22, 23. Wir müssen ganz, ganz dringend was tun. Ich habe viel zu viele Spieler verkauft, könnte man eigentlich fast meinen. Oder das ist eher gesagt so. Weshalb wir hier ein bisschen, ja, was dazu kaufen müssen. Und ich würde mal sagen, ich kaufe die Bundesliga kaputt. So, Transfers, Spieler suchen. Weil es gibt ja genügend in der Bundesliga. Genügend talentierte Talente. Die Frage ist halt, wen hole ich? Also der HSV ist aufgestiegen, oh mein Gott. Viel zu teuer. Robert Andrich auf Wunschliste setzen. Auf Wunschliste setzen. Auf Wunschliste setzen. Arthur aus Brasilien. Ich habe gehört, atemlos heißt der. Das wäre witzig gewesen. Achso, das ist schon auf meiner Wunschliste. Ach, ist ja schön. Ja, mal schauen, wie ich den so verpflichten kann. Ich muss dann denken, ich darf nicht so viel Geld ausgeben. Jean-Paul Bötzius. Der Bornau da hat doch sicherlich. Ist nicht bereit, sich neu zu orientieren. Besuschkow. Dann gehen wir mal hier direkt in die Verhandlungen. Ich hoffe, 5000 sind in Ordnung. Indiskutabel. Oh Gott. Drama, Drama, Drama. Youssoufa Moukoko, wo spielt er mittlerweile? Achso, das ist ein freier Spieler. Dann hole ich den doch einfach mal. Gut, von mir aus. Ja gut, der kostet uns nur Gehalt. Das darf man nicht vergessen. Sehr schön. Und dafür kriege ich sogar ein Achievement, weil es ein guter Transfer war. Ein hervorragender Deal. Ja, ein Mann für die Zukunft. So, Andricht. Ist nicht bereit, sich neu zu orientieren. Oh, Kofi Kere. Das ist ja eine coole Sache. Wenn wir den kriegen würden. Gut, dann her mit dem Typen da. Aber es ist trotzdem ein schlechter Deal, schade. Mal schauen, wen können wir denn sonst noch so holen? Emil Forsberg. Aber wie teuer ist der überhaupt? Achso, ja, das ist hochgegriffen. Dann holen wir einfach mal den Egelhoff. Den Ex-VfBler hier in diesem Spiel zumindest.
Ja, das können wir auch akzeptieren. 2 Jahre. Dann komm mal her. Ein schlechter Deal. Das freut mich gar nicht, dass ihr das so bewertet. Wieso kann ich Julian Draxler nicht holen? Als ob er den jetzt so dringend braucht. Takuma Asano eigentlich nicht zwingend notwendig. Antwi Ajay nicht bereit. Daichi Kamada nicht bereit. Flojack. Emil Forsberg. Leonardo Bittencourt ist nicht bereit. Baumgartner nicht bereit. Ribeiro, okay, da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Was ich aber gerne machen möchte, und das ist so ein kleiner Gag, weil wenn ich jetzt mal wieder auf die Mannschaft schaue, sieht es doch nun etwas freundlicher aus. Ja, Moukoko ist auch mittlerweile im Wert, steht im Wert besser da. Ich muss da generell noch einiges anpassen. Aber was ich gerne machen möchte, ist Transfers und Spieler suchen. Jetzt setze ich das mal zurück. Ich möchte nämlich den einzigen Spieler holen aus Nordkorea. Was auch immer mir das bringen mag. Ist das nicht irgendwo Nordkorea? Oder laufen die unter Korea.de irgendwas? Ja, Korea DVR. Im Vereinssatz 2022. Ich hoffe trotzdem, dass ich ihn von Suwon Samsung loseisen kann. Weil es wäre schon so was ganz Besonderes, wenn er mich fragt. So, was biete ich für den Transfer? 3 Millionen? Oh, das ist ein faires Angebot. Oh Gott, ich hoffe, dass es nicht zu so teuer ist. Hab eigentlich gedacht, dass der irgendwo in der Schweiz spielt. Na gut, von mir aus eben nur ein Jahr. Ist halt auch schon etwas älter. Etwas älteres Eisen. Herzlich willkommen bei uns. Woher hätte ich das auch wissen können? So. Können wir hier von den guten Leuten noch wen holen? Selke nicht bereit, sich neu zu orientieren. Der ist wahrscheinlich zu teuer. Mecha nicht bereit, sich neu zu orientieren. Okay, das braucht man nicht zwingend. Spielt das nicht bereit, sich neu zu orientieren. Sagisa Damian. Muss ich erstmal hier die Mannschaft ein bisschen umbauen. Ja, der hat immerhin 69er Wert. Ja, Moukoko ist Mann für die Zukunft.
Ja, wenigstens ist der Kader wieder etwas übersichtlicher geworden und Kere kommt auf jeden Fall hier ins Zentraloffensive. Und Eze könnten wir eigentlich durch Saha ersetzen. Ja, das ist eigentlich ganz stark, soweit was wir hier aufstellen. Eigentlich zufriedenstellend. Ja, aber gerne einen Spieler möchte ich eigentlich schon gerne noch haben. Oder wo herrscht denn Bedarf? Oder ich suche jetzt einfach mal hier noch nach irgendwelchen Spielern. Was haben wir denn noch an Budget? 56 Millionen. Das ist eigentlich, das ist in Ordnung. Da gehen wir doch einfach mal hier in die Eredivisie. Suchen nach Spielern. Gehen wir mal explizit bei auf Ajax. Das wäre vielleicht auch ganz wichtig. Nicht Rest der Welt. Na, wo haben wir denn die Niederlande? Bergwein, das sagt mir was. Sind halt auch schon ein bisschen paar ältere Leute mit dabei. Rafael Giekewitz, was macht der bei Ajax? Davy Klaassen. So, dann schauen wir mal, ob wir da jemanden holen können. Ist nicht bereit, sich neu zu orientieren. Nicht bereit, sich neu zu orientieren. Nicht bereit, sich neu zu orientieren. Ah, ganz toller Dreck. Wie sieht's aus mit Zeit? Oh, könnte knapp werden. Spielen wir jetzt einfach mal hier die Partie und setzen ein paar Leute rein. Unseren Nordkoreaner. Okay, Ese auf. Was machen wir mit Ese? Zentral offensives Mittelfeld. Machen wir es mal so. Und jetzt spielen wir Höhepunkte. Lass mal Höhepunkte spielen, Junge. Und wir können dann ja noch immer noch transferieren, weil Transferfenster ist ja noch offen bis, ich glaube, Ende August. Ja, gegen Hellas Verona verlieren ist, glaube ich, auch eine ziemlich peinliche Geschichte. Die sind meines Erachtens noch nicht so stark. Oder kann ich mich auch irren? Oh Gott, es gibt einen Elfmeter, kann es sein. Und es pfeift sogar eine Schiedsrichterin. Interessant. Ja, blöd gelaufen das. Konter durch Crystal Palace.
Gut, geblockt. Aber leider spielt die ganze Zeit nur Hellas Verona und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Alleingang von Crystal Palace ist vielleicht unsere letzte Chance und sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, Gott sei Dank. Immer wieder schießen wir das Ausgleichstor. Und das war's. Schon wieder ein 1:1. Unser absolutes Lieblingsergebnis bisher in dieser Saison. Wie sieht's aus mit der Zeit? Bin mir noch nicht mal sicher, ob es damit jetzt großartig weitergeht. In diesem Testspielturnier. Ein Trainingstag. Der ganz normale Wahnsinn also. Ferguson. Ablehnen, wir können es nicht mehr erlauben. Na gut, das nehmen wir jetzt noch an. Dann müssen wir uns aber echt eine Kompensation für überlegen. Und da gibt es sicherlich einiges. Vergiss es. Ja, muss ich vielleicht noch hier die eine oder andere Anpassung vornehmen. Okay, speichern wir das Ganze mal und machen wir das dieses Spiel jetzt noch, ist die Frage. Das ist ja schon im Liga gegen Accrington in der League One. Überspringen wir unsere Partie. Ja gut, ich würde mal sagen, das erst im nächsten Part, Leute. Dann geht's richtig los mit der Liga und dann bin ich mal gespannt, was so passiert. Bis zum nächsten Mal und ciao, haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.